Dafür nahmen sie bei Banken und Saatguthändlern hohe Kredite zu enormen Zinssätzen auf. Doch die erhoffte Superernte blieb aus. Krankheiten und vermehrter Schädlingsbefall zwangen die Bauern zu noch mehr Einsatz von teuren Chemikalien. Die Ausgaben stiegen und trieben gleichzeitig die Bankschulden in die Höhe. Davon hatten die in ganz Indien kostenlos verteilten Videokassetten mit Werbung für Monsantos genmanipulierte Baumwolle, der Bolgard-Baumwolle, nicht gesprochen. Sie verhießen den Bauern nur Glück und Wohlstand. Die Pflanzen sind von allen möglichen Krankheiten befallen. Aus diesen Knospen hier wird keine Baumwolle mehr. Wir beobachten sehr oft, dass die Knospen abfallen, bevor die Baumwolle gereift ist. Der genmanipulierte Baumwollsamen kostet 1600 Rupien. Die andere Sorte, die konventionelle, kostet 350 bis 400 Rupien. Die gentechnische Veränderung von Pflanzen und Tieren unterscheidet sich erheblich von der konventionellen Züchtung. Bei der konventionellen Züchtung kreuzt man eine ganze Pflanze mit einer ganzen Pflanze derselben Art. Bei der gentechnischen Veränderung nimmt man ein völlig artfremdes Gen und baut es in das Tier oder die Pflanze ein. Dieses Gen kann von einer Bakterie stammen oder von einem Menschen, einem Fisch oder einem Huhn. Es gibt zwei Methoden, dieses fremde, unverwandte, exotische Gen in die Pflanze zu implantieren. Zum einen die sogenannte Genkanone. Das Gen wird einfach blindlings in die Zelle geschossen. Zum anderen wird die Pflanze mit einem Pflanzenkrebs infiziert, der Agrobacterium genannt wird. Die sogenannte Terminator-Technologie macht die Bauern mit Hilfe der Gentechnik endgültig von den Konzernen abhängig. Die Pflanzen werden gentechnisch so manipuliert, dass sie nur einmal keimfähig sind. Eine Wiederaussaat der Ernte ist zwecklos. Die Ernte ist tot. Eine Terminator-Pflanze oder Saat ist folgendes. Wenn das Korn einer Pflanze fast reif ist, kommt das Terminator-Gen ins Spiel und vernichtet die Keimfähigkeit dieses Korns. Das heißt, man kann es im nächsten Jahr nicht mehr als Saatgut einsetzen. Also musst du als Farmer im nächsten Jahr wieder hin und neues Saatgut kaufen. Wenn die Terminator-Pflanze blüht, bestäuben ihre Pollen auch andere Pflanzen. Diese Technologie trifft also nicht nur die Terminator-Pflanzen selbst, sondern sie tötet auch andere. Das heißt, sie tötet sie nicht, aber sie macht die Früchte steril.
And kill them, or not kill them. Yeah, these slides are very interesting here. Dies sind sehr interessante Dias. 1982 fragte sich Dr. Ralph Brinster von der University of Pennsylvania, was geschieht, wenn ich ein menschliches Wachstumsgen in eine Maus verpflanze. Er tat genau das und war tatsächlich erfolgreich. Diese große Maus ist das Resultat einer erfolgreichen Verpflanzung menschlicher Wachstumsgene. Es war auf allen Titelseiten zu sehen und ein paar Monate später sagten die Leute, das ist zwar interessant, aber was soll man mit so einer großen Maus eigentlich anfangen? Gut, man kann damit Leute erschrecken, aber eigentlich ist so eine große Maus nicht sehr praktisch. So then what happened is the United States Department of Agriculture said, well, what happens? Dann kam das amerikanische Landwirtschaftsministerium und wollte wissen, ob man das Experiment auch mit Schweinen durchführen kann. And so I went out to the USDA here. Dr. Vern Purcell nahm also die menschlichen Wachstumsgene und mit Hilfe von Steuergeldern, wovon die meisten Steuerzahler wahrscheinlich nichts wussten, verpflanzte er sie in dieses Schwein. As you can see, there's a problem. Instead of like the mouse that with human genes that grew so big. Hier wirkten die Wachstumsgene anders als bei der Maus. It was cross-eyed, bow-legged, impotent. Das Schwein schielte, hatte O-Beine, war impotent und die Muskeln überwucherten seinen Körper. Ich konnte es nur fotografieren, indem ich es gegen ein Brett lehnte, damit es nicht umfiel. Sie können sich vorstellen, wie sehr dieses Tier leiden musste. Dies ist ein anderes Experiment. Da wollte man herausfinden, ob ein Schwein mit veränderten Genen eine Kuhhaut produzieren kann. Wahrscheinlich, weil es Vorteile beim Schlachten bringt. Die Forscher waren sehr stolz auf dieses Exemplar. Insbesondere die Forschung an Fischen machte Fortschritte. Hier konnten die Wissenschaftler schneller ihre Erkenntnisse umsetzen, da die Tiere kürzere Generationszeiten haben und sich die vielen hunderttausend Eier außerhalb des Muttertieres selbstständig entwickeln. Eine kanadische Firma namens Aqua Bounty steht kurz vor der Marktzulassung ihrer genmanipulierten Riesenlachse. Sie entwickelten einen Lachs, der sechsmal so groß wird wie sein wildlebender Artgenosse, aber nur die Hälfte der Zeit zum Wachsen braucht. Wenn dieser Fisch in einem natürlichen Gewässer ausgesetzt wird, gibt es eine biologische Verseuchung. Er wird die anderen Fische vernichten. Eine biologische Verschmutzung unterscheidet sich grundlegend von einer chemischen. Sogar eine Ölpest verschwindet mit der Zeit. Aber hier handelt es sich um eine biologische Verschmutzung. Einmal freigelassen, kann man diese Fische nicht mehr zurückholen. Dann ist es aus. Es ist aus. It's over. It's over. Wenn ein Organismus wie der Fisch gentechnisch verändertes Futter frisst, wissen wir nicht, was passiert, wenn der Nächste in der Nahrungskette dazukommt. Der Fisch frisst gentechnisch verändertes Futter und Sie essen den Fisch. Wie hat das gentechnisch veränderte Futter auf den Fisch gewirkt? Gibt es immer noch gentechnisch veränderte DNS im Fisch? Und in welchem Ausmaß sind Sie als Mensch davon betroffen? Es gibt keine Untersuchungsergebnisse darüber, was in einem solchen Fall genau passiert. Gemessen daran, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel seit 8 Jahren auf dem Markt sind und von Millionen Amerikanern bereits gegessen werden,
mutet der Umgang mit diesen Lebensmitteln an wie ein riesiger Menschenversuch. Allerdings ein Versuch, der ohne Kontrollgruppen durchgeführt wird. Es gibt keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse, ob und wie es sich auf unsere Gesundheit auswirkt, wenn eine Gruppe Menschen genmanipulierte Lebensmittel essen würde, eine andere Gruppe aber nicht. Hängt die Zunahme der chronischen Krankheiten oder die Schwächung des Immunsystems möglicherweise damit zusammen? Das vermuten zumindest einige Wissenschaftler.